gerade stehen kann man hier gar nicht. Wir sind auf unserem Weg zu den McWay Falls. Das ist so ein kleiner Nationalpark direkt am Pazifik. Und da ist ein Wasserfall und der geht direkt an den Strand bzw. direkt ins Meer. Und der ist wohl ganz schön. Ja, und wir fahren hier die ganze Zeit über den Pacific Highway und zu unserer Linken haben wir hier den Pazifik mit super schönen Küstenabschnitten und zu unserer Rechten haben wir so richtig schöne grüne Hügel. Das sieht so aus wie bei Windows XP, der Hintergrund, ey, das ist echt richtig schön hier. Und das geht einfach schon die ganze Zeit so. Es ist nicht irgendwie mal nur ein kleines Stückchen, was schön ist, sondern die ganze Zeit ist es hier super schön. Da macht das Fahren richtig Spaß. Ja, und jetzt fahren wir, glaube ich, noch irgendwas mit 200 Kilometern und dann sind wir auch da. Wir sind mal eben rechts rangefahren, um euch nochmal richtig zu zeigen, wie es hier aussieht. Das hier ist der Pacific Highway. Da hinten seht ihr die richtig geilen Berge und Hügel und so weiter. Und hier vorne ist eben dann die geile Küste. Super die schöne Straße. Wir sind an den McWay Falls angekommen. Das ist richtig schön hier. Das Problem ist leider, man kann nicht runtergehen. Das ist hier so eine Bucht. Da ist der Wasserfall, glaube ich. Ja, leider ist das hier halt der einzige Aussichtspunkt, aber besser als nichts. Ist echt richtig schön hier. Wir warten jetzt noch den Sonnenuntergang ab, weil sich das gerade so anbietet. Dann fahren wir noch eine Runde, gehen heute Abend wieder was essen, weil die Nudelsuppe hängt uns langsam aus den Ohren wieder raus, weil wir die so oft essen. Wir sind jetzt bei Denny's. Hier gibt es so ein bisschen was Kalorienreicheres. Meine Mutti gibt aus. Nochmal danke dafür. Richtig geil. Svenny hat sich so ein bisschen so ein trauriges Essen bestellt. Schmeckt aber trotzdem lecker. Aber wenn man sich bei der Plus 55 Karte ein Gericht aussucht, dann soll es vielleicht auch nicht so geil aussehen wie meins. Endlich wieder was Geiles zu essen. Wir sind fast in San Francisco. Wir stehen natürlich wieder im Stau. Wie sollte es auch anders sein? Aber dafür haben wir hier einen ganz schönen Ausblick. Wir sind nicht mehr auf dem Pacific Highway, das ist jetzt irgendwie eine andere Autobahn hier. Aber wir kommen so langsam in den Frühling rein, denn hier in Kalifornien beginnt jetzt langsam alles zu blühen und hier hat man Rapsfelder, die ganzen Bäume haben Blüten. Ist echt richtig schön und ist ganz witzig, weil wir ja eigentlich sozusagen aus Kanada kommen und dann direkt Sommer hatten und jetzt Frühling, Herbst hatten wir auch schon. Und nur Winter hatten wir irgendwie noch nicht ganz. Aber das wird auch schon noch kommen. Heute haben wir nicht so viel geschafft. Wir waren noch in San Francisco drin und haben Svenja neue Wanderschuhe gekauft. Aber es war es auch schon. Jetzt sind wir ein bisschen wieder rausgefahren auf so eine Raststätte hier. Direkt an der Autobahn. Direkt an der Autobahn und es ist hier so voll. Wir haben Glück, dass wir noch einen Parkplatz gefunden haben. Also ich zeige euch einfach mal hier. Hier stehen nämlich die LKWs, stehen schon einfach auf der Straße, weil sie keinen Platz mehr gefunden haben.
Wir haben uns Stöpsel reingemacht für heute Abend, weil es laut ist. Genau. Ja, und morgen schauen wir uns dann San Francisco an. Haben wir den Akku für die Legria mitgenommen? Also haben wir keinen Akku. Ja, dann müssen wir nochmal zurück. So, nachdem wir jetzt heute schon ausgeschlafen haben, sind wir jetzt an der Lombard Street. Das ist eben diese, die so ganz geschlängelt so einen Berg runter geht. Ja, San Francisco ist wirklich ziemlich bergig. Hier ist viel auf und ab, aber es ist echt schön hier. Und die Stadt sieht irgendwie ziemlich reich aus. Überall wird gebaut, überall sind Gerüste, viele Häuser werden abgerissen, aber ganz viele super, neue aufgebaut. Super schöne Häuser so im Antikstil. Nicht gedacht, dass wir sowas hier nochmal sehen. Aber hier gibt es Milka zu kaufen. Oh, geil. $6 für eine Packung Kinderriegel ist auch ein stolzer Preis. Schokobons gibt's auch. Also das sind 125 Gramm für $9 plus Tax. Das würden ungefähr so $10. Nur $10. $10 kommt schon. $10 für eine Packung Schokobons. Süß. Direkt vor uns seht ihr da so das Hochsicherheitsgefängnis Alcatraz. Ja, da kostet leider eine Tour $30 pro Person und da haben wir uns gesagt, ne, weil wir eben auch nochmal $20 fürs Parken bezahlen müssten und dann wollen wir lieber woanders uns mal ein Gefängnis angucken. Und dahinter, da ist das Golden Gate und die Golden Gate Bridge. Wie der eine gerade auch über den anderen rüberklettert und er so hängt da so. Oh. Witzig. Also was ich ganz cool finde hier in San Francisco, die haben so ganz komische Busse.
Die werden nämlich mit Strom betrieben. Aber die haben trotzdem Räder und sind da oben dann angespannt an die Stromleitung. Und das sieht einfach super cool aus, wenn die hier durch die Gegend fahren. Finde ich sogar ein bisschen cooler als die Cable Cars hier aus San Francisco. Wir haben uns entschieden, doch nicht mehr über die Golden Gate Bridge zu fahren, weil es kostet 27. Das wäre jetzt nicht das Problem gewesen, aber man kann es eben nicht einfach so bezahlen, Cash. Man muss dafür sich extra anmelden auf einer Seite im Internet und bezahlt es dann darüber mit Kreditkarte. Und das ist uns zu viel Aufwand für nur einmal rüberfahren. Deswegen sind wir jetzt hier im Visitor Center, schauen uns das hier an. Ja. Und hinter mir, das ist super cool, das hier ist halt so ein, ja, dieses Kabel an, oder Seil, an dem die Golden Gate Bridge hängt. Und das ist echt richtig riesig. Wenn man da mal so meine Hand im Vergleich zu nimmt, super cool. Da muss man keine 7 Dollar für bezahlen und schauen uns mal die großen, ja, Flöcke, Türme, wie auch immer, von der Nähe aus an.